So, ich bin jetzt hier bei Jonathan Debus Frästechnik und den Kollegen da im Hintergrund. Das ist der Johnny Debus. Den kenne ich schon seit 2001. Wir sind damals schon zusammen Downhill-Rennen gefahren in Rittershausen. Da hatte der Junge noch keine Ahnung. Wie alt warst du damals, Johnny? 14, 13. Da hatte der so richtig geiles, war sogar ein selbstgeschweißter Rahmen mit Elastomerdämpfern. Also es war der Hammer. Also wir kennen uns schon eine halbe Ewigkeit und jetzt kommen wir das erste Mal zusammen, weil ich hier halt eben unseren Umlenkhebel habe und da habe ich jemanden gebraucht, der es richtig drauf hat. Da habe ich gedacht, der Johnny, der hat es richtig drauf, dann probieren wir das mal. Und wir nehmen jetzt hier diesen dicken Aluminiumklotz und da fräst er uns jetzt den Rocker raus. Das gucken wir uns jetzt hier zusammen an. Das ist jetzt hier die Simulation. Das ist das, was die Fräse vorhat und das ist das, was die Fräse gleich macht. Klack, alles mit Drehmoment und dann geht's auch schon los. Tür zu, Vorhang auf, jetzt geht's los. Kann man das sehen, jetzt schrubbt er ganz grob die Außenkontur vor, macht halt erstmal alles frei. Jonathan ist jetzt hier mitten am Programmieren. Wir sind eigentlich schon mitten im Prozess, das heißt, das Teil ist schon relativ weit auf der Maschine und er macht gerade das Programm fertig, um die Außenkontur abzufräsen. Und wenn das fertig ist, dann geht es schon auf die nächste Ausspannung, oder? Fast. Wir machen noch die Gewinde für die Dämpferaufnahme rein und noch den Sitz für die Dämpferschraube und dann geht es auf die nächste Ausspannung. Alles klar, dann geht's gleich weiter. So, da räumt er gerade ganz tief die Tasche aus. Von der anderen Seite nochmal das Ganze. Und auf der linken Seite sieht man im Prinzip das Ganze in Maschinensprache. So, hier wird noch das Gewinde geschnitten. Und soweit ich das weiß, ist es der letzte Arbeitsschritt für diese Aufspannung. Dann kommt das Teil gleich raus und geht an die andere Maschine rüber für die zweite Aufspannung. Tada! Okay. So sieht's aus. Bling, bling, bling. Jetzt ist die Aufspannung fertig. Jetzt kommt das Ding runter von der Maschine. Und dann geht es auf die nächste Seite. Dann wird dieser ganze Klotz, der da noch dran hängt, der gerade das ganze Bauteil getragen hat, wird da noch runtergefräst. Jetzt, nachdem die erste Seite bearbeitet worden ist, sind wir schon bei 1206 Gramm. Und dann kommt es gleich auf die Maschine, da geht es weiter. Und wenn wir das da runterholen, dann sind wir mal gespannt, was das Teil danach wiegt. So, das wird jetzt die Aufspannung für die zweite Seite. So, ich hänge gerade ein bisschen im Gabelstapler rum und warte, weil die Laufzeiten an den Maschinen sind gigantisch für dieses Meisterstück. Das dauert jetzt nicht mehr ganz lange, aber dann kriege ich das erste Teil komplett fertig runter von der Maschine und dann können wir das Ding auf die Waage legen und checken, wo wir denn gewichtsmäßig jetzt tatsächlich liegen. Sind wir gespannt. Das ist ja jetzt quasi der erste, der komplett fertig von der Maschine kommt. Und was sagt der Herr? Ganz zufrieden. Ganz zufrieden, ist leicht. Nee, leicht. Komm, leg mal auf die Waage das Teil. Hatte gerade den noch auf der Waage, der wog 1200 Gramm. Da sind wir mal gespannt. Holy moly. Die Zusammenfassung vom Klotz zum einseitig bzw. dreiseitig bearbeiteten Teil
zum finalen Bauteil. So, jetzt haben wir am harten Tag Arbeit. Haben wir den Umlenkhebel Nummer 1 fertig. Ist scheiß leicht geworden. Geht die Schleifwand gut und hochwertig. Die Dinger werden jetzt zusammengestrahlt. Gleichmäßiges Finish bekommen. Und dann sind die ready to go, dann werden die eloxiert. Dann kommen die ans Rad. Job gemacht, Johnny hat gerockt. Gespannt auf die Produktion. Wenn ihr noch Fragen habt oder auch Aufträge für Johnny, ne? Jonathan Debus, Race-Technik. www.race-online. Genau. Wie immer der hat's drauf.